Das Buch Halboffene Haremtüren besteht aus zwei Teilen, einem tunesischen und einem marokkanischen, und erzählt von den Problemen der einheimischen Frauen, wie etwa ihrer Klaustrophobie oder ihrer Abhängigkeit vom Mann, aber auch von ihren alltäglichen Freuden. Im ersten Teil ist die europäische Erzählerin leicht mit der Autorin zu identifizieren, während im zweiten Teil, der vom marokkanischen Aufenthalt inspiriert ist, die Erzählerin bereits Teil der maghrebinischen Welt zu sein scheint. Einige Kurzgeschichten sind auch von der klassischen arabischen Poesie und der Tradition der öffentlichen Erzähler inspiriert. Die Académie Française verlieh der Autorin 1923 für dieses Werk den Prix de Chou. Leute! Kauft dieses Buch! Kauft es!